Hallo, mein Name ist Dominik Michel von SFC Berlin. Wir machen Alarm- und Sicherheitstechnik für Fahrzeuge im Allgemeinen, haben uns natürlich auf Wohnmobile somit auch spezialisiert. Und ich möchte euch heute hier die Pandora Camper Pro vorstellen an einem VW Crafter. Es ist ja schlussendlich das gleiche wie aus anderen Videos, das ihr vielleicht schon von uns gesehen habt, auf MAN-Basis, der TGE. Hier haben wir jetzt einen echten VW Crafter. Und das ganze Auto ist der Van T-Plus als Aufbau von Knaus an der Stelle. Und ich möchte heute mal so ein bisschen auf das Thema Schließanlage eingehen. Was eine Pandora Camper Pro kann, werden wir auch noch gleich so ein bisschen anreißen. Aber mir geht es in diesem Video speziell um die Schließanlage und hier speziell Aufbautür für teilintegrierte oder vollintegrierte Fahrzeuge. Und in Verbindung natürlich die beiden Heckgaragenluken oder aber auch Zwischenbodenluken. Und wenn man sich diesen Schlüssel anguckt, ist mir heute mal bewusst aufgefallen, dass es hier nur eine Markierung gibt. Also eine Kodierung. Wenn wir uns einen Autoschlüssel nehmen, dann sehen wir hier schön in den Linien, wie der Schließzylinder sich über den einzelnen Pins im Schloss selber anpassen muss an den Schlüsselbart, um ihn jetzt drehen zu können. Ja, und bei dem Schlüssel haben wir eigentlich nur eine Kodierung drin, was für mich eigentlich bedeutet, dass ich so eine Tür fast mit dem Rohling aufkriege. Wenn dem wirklich so ist, ist es natürlich eine pure Katastrophe. Und es gab neulich einen recht interessanten Beitrag im Zusammenhang mit der letzten Messe in Düsseldorf, mit der Camper- und Caravan-Messe. Ja, da sind so ein paar erstaunliche Dinge zum Tragen gekommen, wenn man nämlich mal solch einen technikaffinen Menschen, wie als Beispiel Club der Schließ- und Sperrfreunde, wenn du dich mal mit solchen Leuten unterhältst, wie einfach es ist, so ein Schloss zu picken. Und wenn ich dann nur eine Kodierung auf dem Schlüsselbart habe, na, dann ist es natürlich eine echte Katastrophe, dass ich hier wirklich, übertrieben gesagt, mit einem Blankoschlüssel reinkomme. Und um das halt zu verhindern, haben wir jetzt unsere Alarmanlagen von Pandora. Die Camper Pro, mit Sicherheit das reichhaltigst ausgestattete Alarmsystem, was man so am Markt bekommt für das Geld, hat ja entsprechend 5 DMS mit bei, die man jetzt super genau für solche Aufbautüren, für die Garagenluken, aber auch die Aufbaufenster nutzen kann, um hier eine sichere und permanente Abfrage machen zu können, ist jetzt eine Tür offen oder ist sie zu? Und dementsprechend löst natürlich auch die Alarmanlage einen Alarm aus, wenn das jetzt gewaltsam geöffnet wird oder ich vielleicht vergessen habe, meinen Aufbaubereich abzuschließen, weil meist sind ja hier keine Zentralverriegelungsmotoren verbaut, womit ja dann jetzt ich mein Auto abschließe vorne, vielleicht gar nicht dran denke, weil ich in Hektik bin oder weil ich los muss. Und jetzt bleibt mein Aufbau hinten offen. Und wenn jetzt natürlich der Dieb reingeht, ja, dann ist er drin. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn so ein Auto auch mal schnell geklaut ist. Weil ich stelle mir immer die Frage, wie kommen denn die Diebe ins Auto rein? Sei es der PKW, sei es ein Wohnmobil, spielt ja keine Rolle. Es ist immer die entscheidende Frage, wie kommen die Jungs rein? Und wir können uns da natürlich eine Menge ausdenken und für uns schlüssige Gesamtkonzepte erarbeiten. Aber stimmt's denn? Wissen wir alles nicht, weil ich bin kein Dieb. Ich würde mal behaupten, ein Großteil von euch auch nicht. Ja, und wenn ich jetzt aber solche Schließanlagen sehe, ja, dann wird mir natürlich einiges klar. Das heißt, wir haben bei der Pandora Camper Pro, bei der aktuellen Evo-Version, haben wir diese DMS 101 dabei. Es ist ein Bluetooth-Sensor mit 2 kleinen Batterien drin, einen eigenen Erschütterungssensor und Magnetkontaktschalter. Ich bin hier ein Freund von dem Magnetkontaktschalter, weil ich wirklich weiß, dass er zuverlässig funktioniert. Und dieser Sensor wird jetzt oben an der Tür angebracht und hat auf dem Türrahmen einen Magneten. Und wenn jetzt der Magnet entsprechend weit weg ist, gibt es einen Alarm. Und um euch das mal zu zeigen, schließen wir hier mal die Tür, schalten unsere Alarmanlage scharf. Dezenter Piepton der Motorraumsirene, sodass ich aktiv weiß, mein Alarmsystem ist gesichert und meine Fahrer-Beifahrertür, also all das, was mit auf der Zentralverriegelung der Plattform hängt, ist somit auch abgeschlossen. Unsere Aufbautür ist jetzt nicht abgeschlossen, weil dieses Auto hat definitiv keine Zentralverriegelung. Und wenn ich jetzt hier eine Tür öffne, haben wir sofort den Alarm. Das Ganze wird mir auch auf meinen Pager protokolliert. Auch hier steht jetzt Alarm, Tür offen. Und damit es uns nicht weiter nervt und ich nicht so schreien muss, machen wir mal den Alarm aus. Genau, jetzt seht ihr hier entsprechend Alarm an dem Fahrzeug, Tür offen und dann kann ich entsprechend reagieren. Jetzt muss ja der Dieb nicht unbedingt die Tür aufmachen, kann ja auch sein, dass er eine Seitenscheibe einschlägt. Hier würde unser Ultraschallsensor zum Tragen kommen, weil aufgrund der Bewegung gibt es jetzt hier den Alarm.
Wir haben in der Alarmanlage einen Schocksensor, also Vibration auf der Karosse, einen Neigungssensor, wenn das Auto gekippt wird wegen Felgen oder Katalysatordiebstahl. Der eine oder andere von euch baut sich ja hier gerne schöne Felgen von namhaften Herstellern an. Ihr wisst schon, was ich da meine. Ich will dafür auch keine Werbung machen. Katalysatordiebstahl natürlich auch nach wie vor in Mode, weil selbst ein gebrauchter Katalysator bringt so 700, 800 Euro auf den Markt. Dann haben wir einen Abschleppsensor. Wird das gesamte Auto jetzt weggezerrt oder angehoben? Auch hier gibt es natürlich sofort einen Alarm. Und über die integrierte GPS-Ortung weiß ich auch jederzeit, wo sich mein Auto befindet. Neben der Sirene, die wir da gerade gehört haben, und neben dem Pager, der im Lieferumfang enthalten ist, haben wir noch ein Telefonmodul in der Alarmanlage selbst. Hier kann ich drei Telefonnummern einspeichern und die Alarmanlage ruft mich dann nacheinander auf diesen drei Telefonnummern an. Also ihr seht, die Pandora-Alarmanlagen versuchen euch auf jegliche Art und Weise zu erreichen und zu kontaktieren, dass ihr wisst, dass ihr einen Alarm habt. Es ist ja nicht immer gesagt, dass ich wirklich in hörbarer Reichweite zu einer Sirene bin. Und deswegen finde ich diesen Alarmanruf immer sehr wichtig. Ihr hört auch im Hintergrund, dass der Pager immer mal wieder piept. Das hängt damit zusammen, dass wir ja gerade einen Alarm auf der Türzone ausgelöst haben und ich diesen Alarm auf dem Pager noch nicht quittiert habe. Von der Bedienung hören wir auch immer wieder, so kompliziert und ist es denn einfach zu bedienen? Ja, ist es. Ich habe zum einen diesen Pager und ich habe den Transponder. Parallel dazu noch die App auf dem Telefon. Und über alle drei Medien kann ich meine Alarmanlage vollumfänglich steuern. Drücke ich also hier einmal auf meinen Transponder rauf, ein Piepton, Alarmanlage scharf. Will ich über den Pager öffnen, würde ich hier die mittlere Taste drücken, zwei Pieptöne, Alarmanlage unscharf, Auto ist aufgeschlossen. Das gleiche gilt auch, ich kann das alles nur mit dem Transponder machen oder alles nur mit dem Pager, aber kreuz und quer funktioniert es genauso, als wenn ich es über die App mache. Und mehr muss man eigentlich während der regulären Bedienung auch nicht tun. Möchte ich im Fahrzeug schlafen, würde ich meinen Transponder hier einen Augenblick länger halten, also um nicht zu sagen 2 Sekunden, lautlos abgeschlossen. Der Pager zeigt mir an im Display diese kleine Häuschenzone. Auch das wird mir jetzt in der App auch nochmal dargestellt, dass meine Homezone aktiv ist. Somit kann ich mich im Auto frei bewegen. Viele Sensoren sind weggeschaltet, dass ich mir hier aufgrund der Bewegung im oder durch das Fahrzeug keinen Alarm auslöse. Und am Tagesende haben wir nur noch die Überwachung der Türen, Klappen, Aufbautüren und der Fenster. In dem Setup, so wie wir es jetzt hier haben, haben wir alle Fenster abgesichert, haben die beiden Garagenluken und die Aufbautür abgesichert. Das heißt für uns also 7 DMS. 5 DMS haben wir bei der Camper Pro schon mit bei, wie vorhin erwähnt. Das heißt, man muss gerade mal 2 Sensoren dazu kaufen und hat schon ein sehr, sehr vernünftiges Sicherheitskonzept am Auto. Jetzt seid ihr vielleicht relativ neu zu dem Hobby Camping gekommen und habt euch vielleicht einen Kastenwagen selber ausgebaut. Hier können wir jetzt natürlich mit einer Camper Pro starten. Die reicht auch für diesen Selbstausbau im Grundsetup. Und vielleicht stellt ihr nach 1-2 Jahren fest, das Fahrzeug ist ein bisschen zu klein oder es hat nicht genug Zuladung. Ihr wisst es selber, welche Probleme gerade bei Campern oder bei Wohnmobilen da auf einen zukommen. Und dann können wir auch jederzeit gerne diese Alarmanlage meinetwegen aus dem Ducato 7 ausbauen und in einen Mercedes Sprinter oder VW Crafter wie dieses Modell gerne einbauen. Schlussendlich müssen wir hier nur den Leitungssatz ein bisschen anpassen. Wir müssen die Programmierung in der Alarmanlage anpassen, aber das ist alles nicht das Problem. Das heißt, die Idee bei Pandora ist schon, ihr kauft eine Alarmanlage und habt lange, lange Freude mit davon. Jetzt muss man natürlich immer überlegen, wenn ich so eine Alarmanlage in meinem Campingmobil eingebaut habe, die jetzt vielleicht schon 3 oder 4 Jahre alt ist und ich sage, ich verkaufe das Auto, dann würde ich immer mal den Händler oder auch gerne uns kontaktieren, ob es vielleicht ein Nachfolgesystem schon gibt. Lohnt es sich vielleicht, eine neuere Alarmanlage zu kaufen? Pandora entwickelt sich ja weiter, aber das gerne, wie gesagt, im persönlichen Gespräch oder auch gerne im Telefonat, da könnt ihr uns gerne anrufen, dass wir euch da mal kurz einen Einblick geben in das, was vielleicht in naher Zukunft auch geliefert wird. Ich glaube, man muss es immer unterscheiden, was habe ich für eine Alarmanlage aktuell drin? Habe ich schon eine Camper Pro oder habe ich noch das alte, das uralt Camper-System? Also hier gerne sprecht uns an und dann stehen wir euch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Generell, Thema Alarmanlageninstallation. Schaut euch euren Einbaupartner immer gut an. Er sollte eine gewisse Sympathie für euch haben oder ihr solltet eine Sympathie auch für den Einbaupartner haben. Ihr müsst ihm Vertrauen schenken. Ich sage zu meinen Kunden immer,
ihr schenkt uns euer Vertrauen, dass wir A, sorgsam mit eurem Auto umgehen und die Alarmanlage sorgfältig und funktional einbauen. Das ist euer Vertrauensvorschuss an mich an der Stelle. Und demnach müssen wir auch das Beste geben zu 120% und uns wirklich zu 100% auf euer Auto einlassen, dass wir es wirklich vernünftig bauen. Bei dem einen oder anderen Einbaupartner habe ich manches Mal den Eindruck, dass man da so eine Nummer ist, die abgearbeitet wird und zack, das nächste rein. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Pandora selbst ist aus meiner Sicht ein Premium-Produkt und so sollte man es auch behandeln. Angefangen von der Erstberatung, über den Einbau bis hin zur Nachsorge. Und auch hier, wenn ihr Support braucht. Ihr wisst es vielleicht selber, dass der ein oder andere Support nicht ganz so groß schreibt. Und wir versuchen das alles gerne so ein bisschen immer abzufangen und abzupuffern. Aber wir sind natürlich auch keine Hellseher, weil ich immer nicht weiß, wie sind die Alarmsysteme bei euch im Auto eingebaut. Wenn ihr da wirklich Bauchschmerzen habt, können wir gerne über alles reden. Wir machen einen Termin, ihr kommt vorbei, wir gucken uns die Installation an, wir prüfen die Programmierung, ändern entsprechend vielleicht die ein oder andere Funktion, weil nicht die Transponderfrage ist manches Mal gar nicht drin. Das heißt, ich kann mein Auto aufmachen, die Alarmanlage deaktiviert, ja, und der Dieb fährt los. Das ist immer die Frage wirklich, wir kochen alle mit Wasser. Die Frage ist immer nur, wie viel Gewürz schmeißen wir mit rein und dementsprechend wird die Suppe gut oder ist vielleicht auch versalzen. Also insofern eine gute Zeit und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne melden. Euer Dominik aus Berlin von SFC. Auf Wiedersehen. Wake up to the sound of thunder, like a whisper in my ear. I gonna wait forever. I can see the stars reflecting, the empty towers made of steel. Everything but you is fading. I see your light.